Guten Morgen. Schön, dass du hier bist. Ich habe mich am Sonntag und am Montag auf das Frühgebet vorbereitet heute. Und dann habe ich gestern Frühgebet geschaut und dann habe ich mir gedacht, nein, jetzt nimmt der Bernd einfach den Psalm, den ich auch habe, Psalm 51. aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht möchte uns Gott wirklich was sagen und vielleicht ist dieser Psalm einfach wirklich wichtig für uns. Für mich ist das auf jeden Fall geworden. Und falls ihr das Frühgebet von gestern nicht gesehen habt von Bernd, kann ich es euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Es ist ganz, ganz kostbar und ganz, ganz wertvoll. Und ich möchte euch einladen, jetzt einfach erstmal Psalm 51 aufzuschlagen und ich möchte gerne den ganzen Psalm mit euch lesen. Psalm 51, da steht Folgendes geschrieben. Wir fangen mit Vers 3 an. Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was Böses in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Gefallen an Wahrheit, im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine jauchzen, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und dem Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Lehren will ich die von dir Abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Rette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meiner Hilfe, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde, denn du hast kein Gefallen am Schlachtopfer, sonst gebe ich es, Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Tue Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an rechten Opfern, Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Soweit. Das ist einer meiner Lieblingspsalme, geschrieben von David. Das können wir da vorlesen und Bernd hat das gestern ganz wunderbar ausgeführt. Nachdem David mit Bathseba gesündigt hatte und der Prophet Nathan zu ihm kam und David ja sozusagen seiner Sünde überführt hat und ihm deutlich gemacht hat, was er da getan hat mit Bathseba, als er in Ehebruch gegangen ist. Und wir wissen von einer anderen Bibelstelle, dass David, so steht es geschrieben, ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und ich glaube, dass wir unter anderem an dem Psalm, den David hier geschrieben hat, auch erkennen können, warum er das war. David hatte, wie kaum ein anderer, ein bußfertiges Herz. Und wir haben gestern von Bernd gehört, und wie gesagt, wenn ihr es nicht gehört habt, schaut es euch an. Wir haben gestern von Bernd gehört, dass die Buße nicht sofort kam, dass David wie in einem Winterschlaf war für ein Jahr, und er hat jemand anderen gebraucht, der zu ihm kam und ihm das deutlich gemacht hat und ihm das offenbart hat. Und ich glaube, dass es ganz oft bei uns auch der Fall ist. Und trotzdem war David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich möchte mir heute Morgen mit euch die Frage stellen, ja, also was ist eigentlich wahre Buße, beziehungsweise was hindert uns eigentlich daran, wahre Buße zu tun? Was hat David vielleicht auch daran gehindert, oder nicht vielleicht, wir können das sogar nachlesen, was hat David daran gehindert, Buße zu tun? Warum musste Nathan erst kommen? Und ich möchte mir zwei Aspekte heute Morgen mit euch angucken. Den ersten Aspekt, wo ich glaube, der uns daran hindert, wirklich Buße zu tun und auch überhaupt anzuerkennen, dass wir falsch sind, dass wir Fehler machen, dass wir Fehler gemacht haben, ist Stolz. In Jakobus 1, wenn ihr das aufschlagen möchtet, Jakobus 1, Vers 17, Jakobus 1, Vers 17, da steht Folgendes geschrieben: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Wir vergessen allzu oft, dass alles, was wir haben und wer wir sind, eigentlich von Gott kommt. David zum Beispiel hat sich da früher vielleicht ein bisschen mehr dran erinnert und er wusste, dass er abhängig war von Gott.
Das können wir lesen in 1. Samuel 17, Vers 37. Da hat David nämlich Folgendes gesagt. Der Herr, der mich aus den Klauen der Löwen und aus den Klauen der Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Hier zieht David gegen Goliath in den Kampf. David war nicht überzeugt von sich selbst. Er war nicht überzeugt von seiner Kraft, sondern er war überzeugt von seinem Gott. Und manchmal vergessen wir das. Es gibt diese Momente in unserem Leben, ne, da sind wir auch überzeugt von Gott und dann leben wir unser Leben, der Alltag kommt und plötzlich kommt dann wieder so die Selbstüberzeugung hinein, dass wir es selbst geschafft haben. Und oft sind wir so überzeugt von uns selbst und vergessen, dass auch die Gaben und die Talente, die wir haben, von unserem himmlischen Vater kommen. Er hat mich und dich geschaffen. Er hat dich genau in diese Familie gesetzt, in der du bist. Er hat dich genau in dieses Land gesetzt, in dem du geboren wurdest oder in dem du jetzt lebst. Es ist Gott. In Sprüche 21, Vers 24 steht Folgendes. Ein Spötter ist stolz und hochmütig. Er handelt in grenzenloser Selbstüberschätzung. Was ist eigentlich Stolz? Oder wie können wir Stolz definieren? Und es gibt wahrscheinlich verschiedene Aspekte von Stolz. Aber eine Sache, die mir so bewusst geworden ist, die möchte ich einfach mit euch teilen und da möchte ich euch ein Beispiel für nennen. Ich arbeite ja schon seit einigen Jahren in der Erwachsenenbildung und durfte auch schon selbst unterrichten und habe viele Kollegen, die sehr viel unterrichten. Und Studierende, die eine Prüfungsleistung nicht bestanden haben, sind meist der Meinung, dass die Ursache dafür nicht bei ihnen selbst liegt. Ja? Sie sagen häufig Sachen wie, der Dozierende hat es nicht gut genug erklärt, der hat genuschelt oder der war nicht gut zu verstehen. Ich habe eine Kollegin, die hat asiatische Wurzeln, die spricht ein bisschen mit Akzent. Ja. Ich verstehe sie sehr gut, aber standardmäßig sagen Studierende dann immer, sie konnten sie nicht gut verstehen. Oder Studierende sagen, ich habe gerade so viel Stress zu Hause, meine Eltern verstehen sich nicht gut und streiten sich und deswegen war ich so abgelenkt. Seit wir Corona haben und Online-Unterricht haben, ist dann auch, was ich auch ganz oft höre, ist, das Internet hat nicht gut funktioniert und deswegen konnte ich die Vorlesungen nicht hören. Ja? Und ich weiß nicht, ob ihr so ein Phänomen auch kennt. Ja? Wenn es gut läuft, dann hat man es selber geschafft. Und wenn es schlecht läuft, dann muss ein anderer dann schuld sein oder die Umstände. Und genau das ist eigentlich auch Stolz. Wenn ich die Fehler immer nur bei anderen suche, wenn immer nur die anderen dran schuld sind, wenn es nicht gut läuft bei mir, dann ist es Stolz, wenn ich das selber nicht eingestehe. Es tut manchmal sehr weh, sich Fehler einzugestehen. Ja? Und ich muss manchmal an meine eigene Studienzeit zurückdenken und auch an meine eigene Schulzeit. Und ganz ehrlich, also in den meisten Fällen, wenn ich meine Prüfungsleistung nicht bestanden habe, dann lag es schon daran, dass ich nicht genug gelernt habe. Dass ich nicht genug gemacht habe. Es tut sehr weh, die Fehler einzugestehen, aber wenn wir unsere Fehler bekennen und umkehren, dann erleben wir genau das, was David hier im Psalm 51 in Vers 9 sagt. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Das ist das, was Gott dann macht in unserem Leben. Gott kann uns nur reinigen, wenn wir vor ihn kommen und bekennen. Und David hat in diesem Fall die Erinnerung gebraucht. Aber wenn wir uns viele andere Psalme von David durchlesen, dann wusste er, dass er das nur bei Gott erfahren kann. Der zweite Aspekt, den ich mir mit euch angucken möchte, neben dem Stolz, ist die Selbstlüge oder die Lüge. Und das, oder schlagen wir erstmal 1. Johannes 2, Vers 4 auf. 1. Johannes 2. Vers 4. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner und in dem ist nicht die Wahrheit. Und im Psalm 34, Vers 14 heißt es, hüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Warum ist die Lüge oder die Selbstlüge so gefährlich? Ganz einfach, werden Behauptungen oft genug wiederholt, klingen sie plötzlich wahrhaftig. Sie fühlen sich wahr und richtig an. Du kannst es sowohl mit positiven als auch mit negativen Dingen sehen. Wenn du dir jeden Tag sagst, ich bin doof, ich bin dumm, dann wirst du es irgendwann glauben. Wenn du jeden Tag in den Spiegel schaust und sagst,
ich bin klasse, ich bin super, dann wirst du es auch glauben. Der Mensch ist ein Meister darin, sich selbst zu belügen und sich auch ein Stück weit leider was vorzumachen. Und es gibt viele Beispiele in der Geschichte dafür, wie Menschen auch durch Lüge manipuliert worden sind und die zeigen, welche krasse Wirkung Lüge hat. Ich möchte euch das auch an einem Beispiel deutlich machen. Ich komme aus einer Familie, aus einer klassischen Arbeiterfamilie. In meiner Familie haben alle eher einen bodenständigen Beruf gelernt und einen Beruf, bei dem man anpackt und nicht nur am Schreibtisch sitzt. Das wurde durch und durch positiv gewertet. Ja? Auf Leute, die studiert haben, hat man eher etwas so herabgeschaut, weil die einfach körperlich nicht, die wissen nicht körperlich hart zu arbeiten. So. Das war so ein bisschen das Denken dahinter. Und als ich jünger war, habe ich das für mich auch total als Wahrheit akzeptiert gehabt. Ja? Wahre und richtige Arbeit ist nur eine Arbeit, bei der man schwitzt und wenn man am Abend nach Hause kommt, dann müssen die Knochen alle wehtun. Ja? Ich habe das irgendwann abgelegt, ich habe ja dann studiert, ja? Also, aber hat ein bisschen gedauert und auch für meine Familie war das ein harter Prozess, als ich gesagt habe, ich studiere Soziologie, da hat keiner was mit anfangen können. Aber das ist ein anderes Thema. Menschen, die eine bestimmte Prägung haben und etwas über Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg geglaubt haben, die sind nicht so einfach von etwas anderem zu überzeugen. Und meistens ist es so, dass um bestimmte Behauptungen baut man weitere Argumente auf. Und wenn man das wegnimmt, dann bricht plötzlich ein ganzes System zusammen. Und deshalb fällt es einem auch so extrem schwer, manche Dinge zuzugeben. Und ich bin mir sicher, David hat dieses ganze Jahr über auch genutzt, sich das schön zu reden, was er gemacht hat. Und David war König. Er hat wahrscheinlich viele Menschen um sich gehabt, die ihm nach dem Mund geredet haben, aber nicht unbedingt gesagt haben, David, da bist du auf dem Holzweg. Dafür hat Gott Nathan schicken müssen. Und ich glaube, dass wir ganz oft auch dazu neigen, uns nur mit den Menschen zu unterhalten oder nur die Menschen zu suchen, die uns nach dem Mund reden, die uns das sagen, was wir hören wollen. Aber nicht unbedingt das, was unbequem ist. Der Meister der Lüge ist Satan. Und wie ist Jesus ihm begegnet? Er ist ihm mit dem Wort Gottes begegnet. Das können wir nachlesen in Matthäus Kapitel 4. Manche Lügen haben wir über Jahre so sehr als Wahrheit akzeptiert, dass es uns so extrem schwerfällt, Buße zu tun. Und es wird kein Argument geben, es wird keine empirischen Beweise geben, die uns vom Gegenteil überzeugen werden, außer der Offenbarung des Wortes Gottes durch den Heiligen Geist. Das ist genau das, was David erlebt hat. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir die Bibel vollständig lesen. Also jeder hat ja so seine Lieblingsstellen, ne? Und ja, manche lässt man dann weg, aber es ist so wichtig, dass wir gerade die, die wir weglassen wollen, sollten wir manchmal lesen, weil das sind die Stellen, die vielleicht unbequem für uns sind. Das sind vielleicht die Stellen, wo der Heilige Geist bei uns anklopft und sagt, hey, hier brauchst du Veränderung. Schau mal hier, hier lügst du dich selbst an oder hier bist du stolz. Und ich möchte an der Stelle nochmal festhalten, Stolz und Selbstlüge sind zwei ganz, ganz große Dinge, die uns davon abhalten, in wahrer Buße zu gehen und die uns auch als Christen manchmal wirklich zum Fall bringen können. Und uns auch davon abhalten können, dieses Leben in Fülle zu haben, was Gott uns verheißen hat. Was können wir also tun? Zum einen können wir, wie David im Psalm 19, Vers 13, Gott darum bitten, uns auch die verborgenen Sünden oder uns von den verborgenen Sünden freizusprechen. Nicht alles werden wir kennen. Und Gott ist ein gnädiger Gott. Und ich bin manchmal so froh, als ich mich bekehrt habe, dass Gott mir nicht von heute auf morgen all mein Schlechtes vor die Nase gehalten hat. Ich glaube, ich wäre wirklich daran zerbrochen. Manche Dinge brauchen Zeit und Gott offenbart die Dinge. Und wir dürfen Gott bitten, uns auch die verborgenen Sünden zu vergeben. Wichtig ist aber auch, dass wir Gott erlauben, uns zu durchforschen. Und David wusste das auch, er hat es wahrscheinlich, ja, in dem Jahr hat er es vielleicht vergessen und Gott nicht danach gebeten oder vielleicht hat er ihn danach gebeten und dann kam Nathan und hat es ihm gezeigt. Im Psalm 17, Vers 3a sagt nämlich David, du hast mein Herz geprüft, hast mich des Nachts durchforscht, du hast mich geläutert. Ich glaube, dass wir viele Bereiche haben, wo wir kämpfen oder ich habe das zumindest in meinem Leben so erlebt, weil ich manchmal nicht ehrlich zu mir selber war. Weil ich vielleicht an manchen Sachen festgehalten habe oder auch stolz war.
Aber wenn wir zu Gott kommen und bekennen und wahrhaftig umkehren, dann wird er uns vergeben. Das haben wir gestern von Bernd gehört. Und diese Vergebung ist so groß. Und er wird uns in dieses Leben hineinführen, das er für uns vorbereitet hat. Und genau dafür möchte ich jetzt noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, Herr, für dein Wort. Und ich danke dir, Herr, für, ja, ich danke dir für das wunderbare Vorbild, was wir vielleicht auch durch David haben oder durch die Psalme haben, durch das, was du uns dadurch zeigen möchtest. Ich, himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir heute Morgen vor dich kommen dürfen, dass wir dich bitten dürfen, Herr, dass du uns die verborgenen Sünden vergibst und dass du, Herr, uns durchforscht, dass du uns zeigst, Herr, wo in unserem Leben Dinge sind, Herr, die nicht in Ordnung sind, wo wir in unserem Leben an Dingen festhalten, uns selbst belügen, Herr, die nicht in Ordnung sind, Herr. Wir wollen in deiner Wahrheit gehen, Herr. Herr, wir wollen erkennen, Herr, was du für unser Leben vorbereitet hast, Herr. Vergib uns, wo wir lange an Dingen festgehalten haben, Herr, wo wir die Dinge nicht erkennen wollten, Herr. Vergib uns, wo wir Menschen in unserem Leben ausgeblendet haben, die unbequem waren, Herr, die uns vielleicht, Herr, die ihren Finger manchmal in die Wunde gehalten haben, Herr, wo wir Bibelbücher oder Kapitel ausgelassen haben, weil sie für uns unbequem waren, Herr. Herr, und wir wollen dir heute Morgen, Herr, sagen, dass wir vor dich kommen wollen, Herr, und wir wollen gereinigt sein, Herr. Wir wollen weißer sein als Schnee, aber das kannst nur du machen und das kannst nur du machen, wenn wir vor dich kommen und bekennen. Und Herr, ich bitte dich, Herr, dass du offenbarst, Herr. Ich danke dir, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du ein Gott bist, der vergibt und dass wir durch Jesus Christus, himmlischer Vater, zu dir kommen können. In Jesu Namen.